Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Heute habe ich für euch Cecils Low Carb Döner. Richtig geil, seid gespannt. Wir starten nach dem Intro. Also meine Freunde, heute machen wir einen richtig, richtig geilen Low Carb. Die Bewertung gebe ich hinterher ab. Und bevor wir jetzt direkt sofort losstarten, muss ich erst einmal wie immer sagen, was ist natürlich wichtig. Wichtig ist nicht nur ein Video zu sehen, sondern wichtig ist immer informiert zu sein, wenn ich neue Videos hochlade, damit ihr immer geile neue Rezepte bekommt, geiles mentales Training bekommt, geile Workouts bekommt, damit ihr immer am Start seid. Deswegen auf jeden Fall einmal den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, damit ihr auch informiert werdet. So, was sage ich noch vorweg? Lass mich mal kurz nachdenken. Ach ja. Folgt mir unbedingt auf Instagram. Warum müsst ihr mir unbedingt auf Instagram folgen? Weil ich da mit euch ganz viel Umfragen mache, frage, welche Gerichte kommen sollen, welche Workouts kommen sollen und da könnt ihr direkt immer teilhaben. YouTube ist immer 2 Wochen versetzt, deswegen meldet euch ganz kurz mal schnell, 2 Minuten dauert das, auf Instagram an. So, dann starten wir doch jetzt gleich, okay? Was braucht ihr für diesen krassen Low-Carb-Döner? Ihr braucht erstmal 3 Bio-Eier. Dann braucht ihr 70 Gramm Frischkäse, 1/4 Teelöffel Himalaya-Salz. Das braucht ihr fürs Brot. Was braucht ihr für die Füllung? Für die Füllung braucht ihr 200 Gramm mariniertes Gyrosfleisch. Hier in Dubai gibt es so ein anderes einheimisches Fleisch praktisch. Das habe ich genommen, aber in Deutschland könnt ihr auch schon fertiges Gyrosfleisch kaufen. So müsst ihr mal gucken. Auf jeden Fall 200 Gramm mariniertes Gyrosfleisch. Dann 50 Gramm Krautsalat, 50 Gramm Rotkohl, einen halben Romanersalat, 1/4 Gurke, eine Tomate, 1/4 Bund Petersilie, 1 Esslöffel Olivenöl. Was braucht ihr für die Joghurtsoße? Für die Joghurtsoße braucht ihr 170 Gramm Joghurt, eine halbe Zitrone, 1/4 Teelöffel Oregano, 2 Teelöffel Paprikagewürz und etwas Petersilie. Wie bereiten wir das Ganze zu? Für die Füllung den Krautsalat, Rotkohl und den Romanersalat in sehr feine Streifen schneiden. Das hatte ich vorher schon mal vorbereitet. Die Petersilie auch klein hacken, Gurke und Tomaten würfeln und das Gemüse dann erstmal beiseite stellen. Für das Brot den Backofen auf 150 Grad Umluft vorheizen, 2 Backbleche mit Backpapier auslegen, die 3 Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen. Dann nur 2 Eigelbe nehmen, mit einem Schneebesen aufschlagen und mit Frischkäse und Salz verrühren. Eiweiß vorsichtig unterheben. Ihr wisst Bescheid. Unterheben. Immer schön so von unten nach oben. Nicht umrühren, sondern unterheben. Teig auf den Backblechen zu 2 runden Fladen ausstreichen. Im Ofen ca. 20 Minuten goldbraun backen. Ich habe es ehrlich gesagt nacheinander gemacht. Also ich habe erst einen Black, weil dieser Fladen wird zu groß für das Backblech, was ich hatte. Es sind ja 2 Portionen, aber ihr könnt auch von allem die Hälfte nehmen und euch nur einen Döner machen. So, auf jeden Fall habe ich erst einen Fladen gemacht im Backofen und dann danach den nächsten. Dann währenddessen Petersilie zu der Gurke und den Tomaten mischen, Olivenöl dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und beiseite stellen. Für die Soße die halbe Zitrone in den Joghurt pressen, Paprikagewürz, Oregano und Petersilie in den Joghurt mischen. Die Fladen oder den Fladen aus dem Backofen nehmen und kurz abkühlen lassen. Mit Fleisch, Romanersalat, Krautsalat, Rotkohl und Tomaten, Gurken beliebig belegen. Mit der Soße toppen und zusammenklappen. So, normalerweise kann man ja auch so eine Tzatziki-Soße sich dazu machen oder Knoblauchsoße. Aber das hier ist ja Cecils Döner. Und Cecil möchte kein Knoblauch in seinem Essen haben, weil ich habe irgendwie, ich glaube, Knoblauch ist mega gesund. Esst alle Knoblauch wirklich, aber ich habe irgendwie so eine Knoblauchallergie oder so. Also immer wenn ich Knoblauch esse, ist meine Zunge wie 2 Tage taub. Also das ist richtig nervig. Wenn ihr euch schon mal am Kakao verbrannt habt, dann kennt ihr dieses eklige Gefühl. Und das habe ich wirklich mindestens 30 Stunden, wenn ich Knoblauch esse. Deswegen habe ich hier mein Döner gemacht und mein Döner ist nun mal leider ohne Knoblauch. Ihr könnt es aber auch gerne variieren, gar kein Problem. So, dann kommen wir jetzt gleich zu der Bewertung. Was würde ich diesem Döner geben? Und zwar auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich diesem
Cecil Low Carb Döner eine Zehn. Wirklich eine 10. Oh, der ist so geil. Und ich war nicht mal mega zufrieden mit dem Brot. Also das war nicht so richtig. Also ich kann mir vorstellen, dass es mit einem anderen Brot noch leichter Hand zu haben ist. Also das war so ein bisschen zu fluffig und so. Also ich fand es mit dem Brot nicht optimal. Da war ich schon ein bisschen genervt. Da habe ich gedacht, oh Mann. Aber dann habe ich reingebissen. Und dann war Feierabend. Dann habe ich gedacht, ey, ich muss dem Low Carb Döner einfach auf jeden Fall 10 Punkte geben, weil geht gar nicht anders. Es hat wirklich so gut geschmeckt und es ist auf jeden Fall in einer Liga mit der Pizzarolle, mit den Tacos, was haben wir noch alles, die Pizza, Flammkuchen, diese ganzen leckeren Sachen. Also der Low Carb Döner hat wirklich 10 Punkte verdient. Und ihr wisst Bescheid, wenn ich 10 Punkte gebe und ich verspreche euch, oder ihr wisst ja, ich gebe nicht immer 10 Punkte so leicht, dann müsst ihr es unbedingt probieren. Und ich habe gerade neulich in der Umfrage, glaube ich, habe ich so eine Anfrage bekommen, Cecil, mach doch auch mal Gerichte für Kinder, für diese Außerirdischen, die was komplett anderes essen als wir Erwachsenen. Dieses Gericht ist auch für Kinder und auch für ältere Menschen und auch für alle Menschen. So, also, hey, bevor ihr den Kindern irgendwie Pizza ungesund gebt mit Gluten, mit Zucker, mit irgendeinem Scheiß, mit Transfettsäuren und so, probiert diese ganzen Gerichte. Der Döner ist so lecker, die Tacos sind so lecker, das Low Carb Brot, die Low Carb Spaghetti Nudeln habe ich auch mal gemacht. Ey, es ist, ey, das ist so krass, ihr könnt das alles machen, es ist so geil und eine sehr, sehr gesunde Variante im Vergleich zu dem, was wir normalerweise so immer in uns reinstopfen. So, also das war's für heute. Schreibt unbedingt in die Kommentare runter, ob ihr es gemacht habt. Ihr müsst es unbedingt machen. Und teilt es natürlich gerne auf Instagram. Dann reposte ich das auch gerne in meiner Story. Und was gibt's noch zu sagen? Ich bin sehr gespannt, wie ihr das findet. Also ich bin mir sicher, dass ihr den alle geil finden werdet. Und genau, wenn ihr wissen wollt, wie ich es geschafft habe, dass Tausende meiner Kunden ihren Traumkörper erreichen und zwar ohne jemals auf was zu verzichten. Und das hat zum einen natürlich mit solchen geilen Gerichten zu tun, dass man nie wieder verzichtet, weil warum verzichten, wenn ich anstatt eine ungesunde Pizza auch eine gesunde Pizza essen kann, die genauso lecker ist. Aber es geht noch darüber hinaus, es hat nämlich was mit dem Kopf zu tun. Und das erkläre ich ganz genau, wie das funktioniert in der Free Tour. Deswegen, wenn ihr noch nicht die Free Tour geguckt habt, ist kostenlos, kein Abo, keine Kosten, kein gar nichts. Dann müsst ihr das jetzt unbedingt machen. Okay, schreibe ich auch unten in die Kommentare rein. Und das war's für heute. Teilt natürlich, rasiert den Like-Button und bis zum nächsten Mal. Euer Coach Cecil. Are you listening? Damn.